Ja, dann fangen wir einfach mal an. Okay, dann danke ich dir für die Vorrede, danke für die Einladung. Und frage erstmal ganz nach oben in die hinterletzten Reihen, ob ich einigermaßen verständlich bin. Ich hoffe, dass ich die Lautstärke auch durchhalten werde. Ansonsten, das steht euch selbstverständlich frei, mir das zuzurufen. Dirk, sprich mal ein bisschen lauter. Vielleicht auch sprich mal ein bisschen langsamer. Ich habe so die Angewohnheit, solche Aufgaben möglichst schnell immer zu bewältigen. Ich versuche mich aber ein wenig zu zügeln. Was ich vorhabe heute unter der Frage, was ist kritische Theorie, ist zunächst einmal, ja, vielleicht ganz einfach einsteigen mit der Beschreibung der kritischen Theorie als eine Art Lebensform, um mich dann im Anschluss den, ja, wenn man so will, Gründervätern der kritischen Theorie ein wenig zu widmen, um daraus dann hervorgehen zu lassen, sozusagen die Entstehung der kritischen Theorie, die dann explizit eben unter diesem Namen auftritt, und werde dann im weiteren Verlauf ein wenig die Entwicklung eben dieser Denktraditionen versuchen nachzuzeichnen. Psychologie und kritische Theorie ist ein weiterer Punkt, auf den ich eingehen werde, und selbstverständlich werde ich eingehen auf die Dialektik der Aufklärung, auf die zivilisationskritische Wende, die die kritische Theorie dann in den späten 40er Jahren nehmen wird. In einem Schluss werde ich das Ganze dann nochmal ein bisschen versuchen zusammenzufassen und zu resümieren. Zunächst also kritische Theorie, wie bereits angekündigt, als eine Lebensform. Die Frage, was eigentlich kritische Theorie ist, ist nicht einfach zu beantworten. Bereits in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts sieht etwa der Literatur- und Sozialwissenschaftler und gleichfalls auch Vertreter der kritischen Theorie Leo Löwenthal allein den Begriff der kritischen Theorie durch einen übermäßigen Gebrauch als sehr diffus an und gesteht im autobiografischen Gespräch mit Helmut Dubiel ein, dass er kaum in der Lage ist zu sagen, was eigentlich die konstitutiven Bestandteile der kritischen Theorie sind. Ferner verspürt er eine gewisse Verwunderung, wenn er darum gebeten wird, einmal ein Seminar zur kritischen Theorie anzubieten. Auch sein Gesprächspartner Helmut Dubiel bleibt zunächst reserviert. Anfangs, so erzählte er, entgegnete er der Frage nach der kritischen Theorie häufig die Worte, sie sei ein von interessierten Sekundärliteraten und einschlägiger Verlagspolitik fabrizierter Mythos, dem keine einheitliche philologische Realität entspräche. Nach einer etwas intensiveren Arbeit am Mythos aber sieht er, dass kritische Theorie durchaus eine personell repräsentierte, nicht immer verallgemeinerbare Lebens- und Denkform ist. Ich möchte die Worte Dubiels zum Anlass nehmen, um die kritische Theorie in einer allerersten Annäherung als eine Lebensform zu beschreiben. Einen Hinweis darauf, wie diese, ja, Lebensform kritische Theorie näher zu charakterisieren ist, findet sich bereits im Titel des erwähnten autobiografischen Gesprächs zwischen Löwenthal und Dubiel, der lautet »Mitmachen wollte ich nie«. Löwenthal führt zu dieser großen Verweigerung näher aus. Ich erinnere mich oft in intellektuellen und persönlichen Gesprächen den Vorwurf gehört zu haben, man kann doch nicht immer kritisch sein. Man muss auch mal konstruktiv sein. Wir, das heißt die kritische Theorie und ihre Vertreter, wir waren immer das Skandalon, der Störenfried. Und wenig später ergänzt er, genau das Negative war das Positive. Dieses Bewusstsein des Nichtmitmachens, des Verweigerns. Die unerbittliche Analyse des Bestehenden, soweit wir jeweils dafür kompetent waren, das ist eigentlich, so Löwenthal, das Wesen der kritischen Theorie. Diese Verweigerungshaltung ist insbesondere bei Löwenthal getragen von einem sehr tief sitzenden Grundgefühl, nämlich, wie er sagt, alles zu hassen und als infam zu empfinden, was das Bestehende ausmachte. Daher eben rührt dann auch die Unerbittlichkeit und Kompromisslosigkeit der Analyse, weil eben der kritischen Theorie das Bestehende insgesamt als infam, das heißt als bösartig und sowohl den Menschen wie die Natur schädigend, ja vernichtend gilt. Kritische Theorie ist also als eine Lebensform von einem fundamentalen Misstrauen in den gegenwärtig herrschenden kapitalistischen Zustand geprägt. Noch wenig bestimmt könnte man vielleicht sagen, dass sie von der Erfahrung getragen ist, dass irgendetwas nicht stimmt in der Welt, dass sie nicht an die Richtigkeit und Überlebensfähigkeit der gegenwärtig existierenden Ordnung der Gesellschaft glaubt, dass ihr, noch einmal anders, Privateigentum und freie Konkurrenz überaus verdächtig sind. In einem
der einschlägigen Texte der kritischen Theorie in Max Horkheimers Aufsatz aus der Zeitschrift für Sozialforschung aus dem Jahr 1937, der den Titel trägt Traditionelle und kritische Theorie, findet sich ein ganz ähnlicher Gedanke. Horkheimer schreibt, es gibt nun ein menschliches Verhalten, und ich füge an dieser Stelle kurz hinzu, dass er das in einer Fußnote weiter als das Kritische versucht zu charakterisieren. Es gibt nun ein menschliches Verhalten, das die Gesellschaft zu seinem Gegenstand hat. Es ist nicht nur darauf gerichtet, irgendwelche Missstände abzustellen. Diese Missstände erscheinen ihm vielmehr als notwendig mit der ganzen Einrichtung des Gesellschaftsbaus verknüpft. Wenngleich es, das kritische Verhalten also, wenngleich es aus der gesellschaftlichen Struktur hervorgeht, so ist es doch weder seiner bewussten Absicht noch seiner objektiven Bedeutung nach darauf bezogen, dass irgendetwas in dieser Struktur besser funktioniere. Die Kategorien des Besseren, Nützlichen, Zweckmäßigen, Produktiven, Wertvollen, wie sie in dieser Ordnung gelten, sind ihm vielmehr selbstverdächtig. Mit Horkheimer ließe sich also festhalten, dass das Bestehende aus sich heraus einen Widerspruch hervorbringt, und dieser Einspruch eben ist fundamental gegen die bestehende Gesellschaft gerichtet. Der Kritik erscheinen die Missstände der Gesellschaft, Armut, Hunger, Obdachlosigkeit, als zu innerst mit ihrem ganzen Aufbau verbunden. Und insofern ist dann auch klar, solange die Gesellschaft so funktioniert, wie sie funktioniert, lassen sich eben diese Missstände nicht abschaffen. Einen weiteren, damit überaus eng verknüpften Gedanken über die lebensformkritische Theorie, über die ich im Moment immer noch handle, bringt Löwenthal an einer anderen Stelle des Gesprächs zum Ausdruck. Ich habe eben, sagt er, wirklich geglaubt an das Utopische. Ich habe geglaubt an die Verwirklichungsmöglichkeit der Revolution und ihrer Ziele. Ich habe geglaubt, dass wir die Welt wirklich verändern können. Kritische Theorie weiß in anderen Worten also um die Möglichkeit, von der Geschäftigkeit und Unmittelbarkeit des Gegebenen Abstand nehmen zu können. Ein Gedanke, der sie im Übrigen mit der Theologie verbindet. Das, was ist, ist nicht die Gesamtheit der Geschichte. Mit der bestehenden Gesellschaft ist eben nicht das Ende der Geschichte erreicht. Die kritische Theorie weiß darum, dass das, was vordergründig eine Realität ist, aus der wir nicht so einfach herauskommen, nicht das Ganze ist. Zukunft insofern für kritische Theorie immer auch anders ist, für kritische Theorie insofern eben immer auch anders möglich, und das heißt vor allen Dingen qualitativ anders möglich. Nicht von Infamie, aber von der Niederträchtigkeit des Bestehenden spricht Friedrich Engels. Und ich komme, ihr ahnt es wahrscheinlich bereits, wenn der Name Engels fällt, nunmehr zu den Gründervätern der kritischen Theorie. Also Engels spricht von der Niederträchtigkeit des Bestehenden, und zwar in seiner großartigen Studie über die Lage der arbeitenden Klasse in England, veröffentlicht im Jahre 1845. Bei Gelegenheit eines fast zweijährigen Aufenthalts im frühkapitalistischen England vom November 42 bis August 1844 studierte Engels die Lebens- und Arbeitsbedingungen des Proletariats überaus gründlich. Frucht dieses Studiums ist eine gleichfalls unerbittliche Analyse, die in jeder Zeile, ja in jedem Wort die Empörung des Autors zum Ausdruck bringt. Empörung über die schier unfassbaren Wohnverhältnisse, die in jede heutige Vorstellungskraft beinahe übersteigenden Dreck in den Straßen der englischen Industriestädte, die Gefahren für Leib und Leben der englischen Arbeiterinnenschaft, das Alter der in den Fabriken geschundenen Körper, ihre moralische Degradation und so fort. Und kein Stück wird in den späteren Schriften davon zurückgenommen. Krass konterkariert wird diese Empörung allerdings durch die Begeisterung angesichts des Potenzials, das in der von Engels beobachteten neuen Produktionsweise steckt. Gemeinsam mit Marx rühmt er nur wenige Jahre später, im Jahr 1848, im Manifest der Kommunistischen Partei die kolossalen Erfolge der bürgerlich-kapitalistischen Ordnung, lobt, wie diese die Menschen aus der Enge und der Not des Mittelalters befreit und so die Möglichkeit einer vom Naturzwang ledigen Gesellschaft eröffnet hat. Was Marx und Engels daran so empörte, ist, dass die moderne Gesellschaft wie keine zuvor die Mittel versammelte, sich gegen Naturkatastrophen zu schützen. Aber nicht nur, dass sie diese Mittel zu solchen Zwecken nicht optimal einsetzt. Die Absurdität ist vielmehr, dass ausgerechnet die segensreiche Produktivität, die in der modernen Industrie steckt, in eine soziale Machtkonstellation gespannt ist, in der sie, statt den Menschen von Naturkatastrophen zu emanzipieren, von sich aus Zusammenbruch, Ruin und Obdachlosigkeit veranstaltet, als wären es Naturkatastrophen. So Christoph Türke und Gerhard Bolte in ihrer wirklich vorzüglichen Einführung in die kritischen Theorie.
Damit angesprochen ist der berühmte Widerspruch zwischen den Produktivkräften und den Produktionsverhältnissen, von dem wir spätestens seit Marxens Vorwort zur Kritik der politischen Ökonomie aus dem Jahre 1859 wissen, dass er früher oder später aufs Eintreten einer Epoche sozialer Revolution hintreibt. Mit den Namen Marx und Engels ist nun ohne jeden Zweifel ein sehr weiter zeitlicher Bogen geschlagen, allerdings nicht ohne Grund, betont doch auch Herbert Marcuse in einem Aufsatz mit dem Titel Philosophie und kritische Theorie, dass eben die kritische Theorie schon in den 30er und 40er Jahren des 19. Jahrhunderts entsteht, womit er ganz direkt eben auf Marx und Engels als die Gründerväter dieser Theorietradition verweist. Nun ist hier sicherlich nicht der Ort, sich näher mit der Entwicklung des Denkens Marx und Engels zu befassen. Nichtsdestotrotz kommen wir in unserem Zusammenhang nicht umhin, zumindest darauf hinzuweisen, dass die kritische Theorie, insbesondere Marx, die denkwürdigsten Analysen derjenigen Gesellschaften verdankt, in denen kapitalistische Produktionsweise herrscht. Allerdings, und ich nähere mich nunmehr einer Beschreibung der kritischen Theorie als Denkform, sind uns von Marx und Engels nicht allein jene denkwürdigen und messerscharfen Analysen überliefert. Und der Hinweis auf das Vorwort Marxens von 1859 spielte bereits darauf ein wenig an. Zugleich nämlich sind beide, Marx wie Engels, davon überzeugt, dass der nationalökonomische Zustand die kapitalistische Gesellschaft nicht ewig andauern kann. Das freilich hoffen wir auch. Wovon Marx und Engels aber ausgingen, ist, dass dieser Zustand von einer mit der Notwendigkeit eines Naturgesetzes kommenden proletarischen Revolution hinweggefegt werden wird. Deren Sieg gilt ihnen, also der Revolution, gilt ihnen als ganz unausweichlich. Marx sagt 1859, auf einer gewissen Stufe ihrer Entwicklung geraten die materiellen Produktivkräfte der Gesellschaft in Widerspruch mit den vorhandenen Produktionsverhältnissen oder, was nur ein juristischer Ausdruck dafür ist, mit den Eigentumsverhältnissen, innerhalb derer sie sich bisher bewegt hatten. Aus Entwicklungsformen der Produktivkräfte schlagen diese Verhältnisse in Fesseln derselben um. Es tritt dann eine Epoche sozialer Revolution ein. Diese starke Prognose aber, die noch in den späteren Schriften eigentlich nicht zurückgenommen wird, diese Prognose ist durch Marx Kritik der politischen Ökonomie selbst nicht gedeckt. So zeigt die Analyse, mit welchen immensen Problemen die Prognose eigentlich belastet ist. Denn die Analyse lässt bereits ahnen, dass die kapitalistische Produktionsweise durchaus die Möglichkeit offen hält, in eine Phase der Stabilisierung zu treten. Etwa an der moralisch-seelischen Verfassung des Proletariats, an den dem Zusammenbruch des Kapitalismus entgegenwirkenden Ursachen und am durchaus weiten Weg vom Zusammenbruch hin zu einer humaneren Einrichtung der Welt wird deutlich, wie wenig tragfähig die Prognose tatsächlich ist. Vielmehr speiste sich die ja recht weit ausholende Vorhersage über den Verlauf der Geschichte aus dem Vertrauen, das Marx und Engels in die menschlichen Widerstandskräfte legten. Wie sehr Marx und Engels nun noch im Alter von der naturnotwendigen Revolution überzeugt waren, diese eher spekulative Frage mögen andere beantworten. Ihre direkten Nachfolger des ausgehenden 19. und anbrechenden 20. Jahrhunderts setzten indes weit mehr auf Prognose, denn auf Analyse und gingen so in letzter Instanz davon aus, die Geschichte bereits in der Tasche zu haben. In anderen Worten gehorcht ihrer Meinung nach der Fortschritt der Menschheit hin zum Sozialismus einem gesellschaftlichen Naturgesetz. Alles, was in eine andere Richtung weist, ist auf dieser Folie nur zufällige Abweichung und in jedem Fall ganz vorläufig. Exemplarisch in diesem Zusammenhang ist das Selbstverständnis der deutschen Sozialdemokratie zur Jahrhundertwende. Deren Cheftheoretiker Karl Kautsky fasste das einmal so zusammen, dass die SPD zwar eine revolutionäre, aber keine die Revolution machende Partei ist. Seither hält den Sozialismus in seinem Laufe nach dem bekannten Diktum keine Kreatur jemals auf, kein Ochse und kein Esel vermögen sich ihm in den Weg zu stellen, denn wer wagt schon die Konfrontation mit einer Lehre, die spätestens seit Lenin allmächtig ist, weil sie eben wahr ist. Was nun die kritische Theorie vom tatsächlichen historischen Verlauf lernen musste, und ich komme nun auf die Entstehung eben und Entwicklung der kritischen Theorie, die eben auch dann unter diesem Namen auftritt, zu sprechen. Was nun die kritische Theorie vom historischen Verlauf lernen musste, war, wie im modernen Kapitalismus eben auch die Widerstandskräfte, die eigentlich gegen ihn mobilisiert werden sollten, von der Sogwirkung der kapitalistischen Produktionsweise ergriffen werden.
zu lernen war, dass die Menschen im Kapitalismus eben in einer ganz bestimmten Weise zugerichtet werden, was eben auch dazu führt, dass Widerstand sich nicht notwendig artikuliert. Der nachgerade klassische Widerspruch von den Produktivkräften und den Produktionsverhältnissen, diese ja kaum zu leugnende Irrationalität der kapitalistischen Rationalität, treibt die Menschen aber eben nicht aber millionenfach auf die Straßen mit dem Verlangen, die Regierungen zu stürzen. Mit anderen Worten, dieser Widerspruch leuchtet nicht von selbst ein und auch schon gar nicht unmittelbar und lässt sich ebenso wenig auch einfach einleuchten. Bemühe mich. Das interessenrationale Argument, mit dem dem Proletariat all seine objektiven Interessen ganz transparent sind und es dementsprechend auch handeln wird, dies Argument, auf dem der Marxismus seine Agitation und Propaganda gründet, trägt nicht. Das eben markiert ganz scharf die Differenz zwischen dem traditionell orthodoxen Marx-Verständnis der verschiedenen kommunistischen und sozialdemokratischen Parteien und den Überlegungen Horkheimers, Adornos, Marcuses, Fromms, Löwenthals und einiger anderer. So sieht die kritische Theorie sich also mit einer reichlich paradoxen Situation konfrontiert. Die Theorie, die die Notwendigkeit des Sozialismus beweisen wollte, muss ihre Fruchtbarkeit nun bei der Erklärung zeigen, warum er, der Sozialismus, eben ausgeblieben ist, so Türke und Bolte. Einzig in dieser Wendung gegen sich selbst ist zum einen die Erklärungskraft der Theorie zu bewahren, zum anderen, und das sei in aller Deutlichkeit betont, zum anderen kann nur so das ja in ziemliche Ungewissheit gerückte Ziel der kritischen Theorie, dieses größtmögliche Glück aller Kreatur, bewahrt werden. Und genau diese Wendung, so schreiben Türke und Bolte an anderer Stelle, genau diese Wendung vollzog sich im Institut für Sozialforschung nach Horkheimers Eintritt. Keine Revision der Marx'schen Theorie, sondern ihre Anwendung auf sich selbst, ihre kritische Durcharbeitung mit ihren eigenen Mitteln oder, philosophisch ausgedrückt, ihre Selbstreflexion. Das heißt aber, auch trotz aller Abwendung von den prophetischen Lehrformeln des Marxismus-Leninismus hält man an den Kerngehalten des Marx'schen Denkens fest. Und das formuliert auch Leo Löwenthal in ganz großer Klarheit. Er sagt, ich glaube, das Verhältnis zum Marxismus ist nie aufgegeben worden. Ich bin auch durchaus bereit zu sagen, dass die kritische Theorie eine fortgeschrittenere Form des Marxismus ist, die nicht länger die Marx'schen Kategorien und Analysen in einer veränderten historischen Situation mechanisch übernimmt. Und er nennt die Kategorien und Analysen des Marxismus, die nicht länger mitgeschleppt werden. Löwenthal weiter, die Verelendungstheorie, die unvermittelte Zurückführung des Überbaus auf die Basis, die Zusammenbruchstheorie als Theorie des Falls der Profitrate, all das waren ja theoretische Annahmen und Prognosen, die sich als unhaltbar erwiesen haben. Aufgegeben wurden gewisse ökonomische Kategorien und Voraussagen, die sich als unrichtig herausgestellt haben. Und als eine Art Fußnote möchte ich hier ergänzen, dass sich dieser Verzicht auf gewisse ökonomische Kategorien, wie Löwenthal das nennt, durchaus als ja wenig vorteilhaft erweisen soll. Darauf werde ich dann aber zum Ende hin noch einmal zu sprechen kommen. Zugleich sagt Löwenthal aber auch, dass die marxistischen Grundmotive nie aufgegeben worden sind. Um dann weiter ganz zentral darauf hinzuweisen, ich zitiere ihn erneut, die geschichtsphilosophische Annahme, dass die Weltgeschichte als Resultat der Auseinandersetzung der außer- und innermenschlichen Natur beschrieben werden kann, die Theorie der Produktivkräfte und Klassenverhältnisse ist nie aufgegeben worden. Und dieser Hinweis Löwenthals auf das geschichtsphilosophische Motiv ist eine willkommene Gelegenheit, erneut an Horkheimers klassischen Aufsatz über traditionelle und kritische Theorie von 1937 anzuschließen. Dort erläutert er dies Motiv ein wenig genauer und teilt so einen ganz fundamentalen Grundsatz der kritischen Theorie mit. Horkheimer sagt also, indem sie, und er meint hier, füge ich hinzu, die kritischen Subjekte und wohlgemerkt nicht länger das Proletariat, indem sie die gegenwärtige Wirtschaftsweise und die gesamte auf ihr begründete Kultur als Produkt menschlicher Arbeit erkennen, als die Organisation, die sich die Menschheit in dieser Epoche gegeben hat und zu der sie fähig war, identifizieren sie sich selbst mit diesem Ganzen und begreifen es als Willen und Vernunft. Es ist ihre eigene Welt. Wie in einer Nussschale haben wir hier, was Löwenthal soeben mehr skizzierte als ausführte. Die kritische Theorie hat die Menschen als Produzenten ihrer gesamten historischen Lebensformen zum Gegenstand.
Weltgeschichte, ist Resultat der Auseinandersetzung zwischen Mensch und Natur, der inwendigen wie der äußeren Natur. Und Resultat bzw. Produkt ist nun nichts Festes oder Verdinglichtes, sondern es geht hier immer wesentlich um etwas Prozesshaftes. Was also an dieser knappen Passage aus traditionelle und kritische Theorie vor allem hervorzuheben ist, ist, dass alle Starrheit der Gesellschaft sich dort auflöst. Es ist weit mehr ein ständiger Prozess des fließenden Übergangs, ein ununterbrochenes Ineinanderübergehen. Jede starre Kausalität, nachdem ein Ereignis X immer ein Resultat Y folgt, ist hier aufgelöst durch Wechselwirkung und vor allem Offenheit. Und auch viel wesentlicher daran ist, dass Horkheimer hier in traditionelle und kritische Theorie keinen geistlosen Prozess beschreibt. Denn die zentrale Wechselwirkung im Geschichtsprozess ist die zwischen Mensch und Natur. Diese Bedeutung des praktischen, des tätigen Menschen rückt Horkheimer in den Mittelpunkt und geht insofern über ein ledigliches Feststellen von gesellschaftlicher Dynamik hinaus. Seine Betrachtung ist keine bloß anschauende. Vielmehr wird das Verändern der Wirklichkeit eben als ein praktischer Prozess vorgestellt und Veränderung ist eben die Tätigkeit des Menschen. Das ist auch der Grund, warum diese Spielart des Marxismus gern als eine Philosophie der Praxis bezeichnet wird. Die Undurchdringbarkeit und der fatalistische Charakter des Bestehenden, dass wir also scheinbar nicht über das Bestehende hinauskommen, Gesellschaft nicht veränderbar zu sein scheint, sind damit zumindest in Ansätzen überwunden. Alles, was in der geschichtlichen Welt des Menschen begegnet, Produktionsweisen und sämtliche Kultur ist Resultat von Tätigkeit, ist eben die jeweilige Organisationsform, die sich die Menschen zu einem Zeitpunkt gegeben haben und zu der sie fähig waren. Dies Ganze aus Produktion und Kultur ist somit Willen und Vernunft, ist einzig und allein aufgrund des Wirkens vernunftbegabter und willentlich Handelnder in der Welt. Und kein Gott oder anderweitige höhere Wesen stehen dafür ein. Nichts und niemand schwebt über dem historischen Prozess. Jedoch folgt der zitierten Passage, in der eine ja aktive, auf bewusste Umgestaltung und Veränderung der Welt ausgerichtete Einstellung ganz stark gemacht wird, ein ihr eigentümlich widersprechender Abschnitt. So schreibt Horkheimer nämlich, zugleich erfahren Sie, weiter über die kritischen Subjekte, zugleich erfahren Sie, dass die Gesellschaft außermenschlichen Naturprozessen bloßen Mechanismen zu vergleichen ist, weil die auf Kampf und Unterdrückung beruhenden Kulturformen keine Zeugnisse eines einheitlichen, selbstbewussten Willens sind. Diese Welt ist nicht die ihre, sondern die des Kapitals. So funktioniert Horkheimer zufolge die bürgerliche Gesellschaft also nach seltsam außermenschlichen Naturgesetzen, bloße Mechanismen von niemandem persönlich zu verantworten, rollen über uns ab. Diese Welt, so sehr sie auch durch nichts anderes, denn durch menschliche Tat existiert, diese Welt ist nicht Resultat eines einheitlichen Willens, sondern eben Resultat von Konkurrenz, Kampf und Unterdrückung, wie eben alle bisherige Geschichte die Geschichte von Klassenkämpfen ist. So entscheidet in der bürgerlichen Welt des Privateigentums und der freien Konkurrenz eben das Tauschgesetz weit mehr auf der Grundlage von Wahrscheinlichkeiten, denn auf bewusster Planung über Wohl und Wehe und verdonnert so das Individuum zu Ohnmacht und Kontemplation. Das Wirken dieses stummen Zwangs der Verhältnisse schafft nun einen ganz spezifischen menschlichen Charaktertypen und das ist schließlich der Einsatzort der Psychologie, auf die ich nun in ihrer Verschränkung eben mit der kritischen Theorie näher zu sprechen kommen werde. Diese Hineinnahme der Psychologie ist vielleicht eine der bedeutendsten Leistungen der kritischen Theorie im 20. Jahrhundert. 1932 erläutert Horkheimer dieses Vorgehen in einem Beitrag zur Zeitschrift für Sozialforschung. Er schreibt, dass das Handeln numerisch bedeutender sozialer Schichten nicht durch Erkenntnis, sondern durch eine das Bewusstsein verfälschende Triebmotorik bestimmt ist. Hier wird die oben erwähnte Kritik der interessenrationalen Agitation und Propaganda noch einmal ganz deutlich. Die Abriegelung des Politischen gegen die Individuen geht Geschichte und Psychologie, so der Titel Horkheimers Aufsatz, zufolge aber nicht zurück auf eine ideologisch-polizeilich-militärische Einflussnahme. Weit mehr wird nämlich, so schreibt Horkheimer weiter, die psychische Gesamtstruktur dieser numerisch relevanten Gruppen, das heißt der Charakter ihrer Mitglieder, in Zusammenhang mit ihrer Rolle im ökonomischen Prozess fortwährend erneuert.
Die verselbstständigte Ökonomie wirkt also auf die seelische Struktur der Menschen ein und disponiert sie, verfasst sie in einer ganz bestimmten Art und Weise. Sie schafft sich so eine menschliche Verfasstheit, eine bürgerlich-kapitalistische Persönlichkeit, was schließlich eben auch dieses bürgerliche Subjekt daran hindert, seine Lage klar und eindeutig zu erkennen. Horkheimer weiter, je weniger das Handeln aber der Einsicht in die Wirklichkeit entspringt, umso mehr ist es notwendig, die irrationalen, zwangsmäßig die Menschen bestimmenden Mächte psychologisch aufzudecken. Und diese Aufdeckungsarbeit fällt der Psychoanalyse, wie sie von Sigmund Freud entwickelt wurde, zu. Freud hat nicht nur, was Horkheimer herausstreicht, nachgewiesen, dass die Triebe biologisch-physiologisch bedingt sind, sondern auch, in welchem Maße diese Triebe modifizierbar sind. Vor allem aber hat Freud, so Horkheimer weiter, gezeigt, dass der modifizierende Faktor die Umwelt des Individuums ist, also seine gesellschaftliche Realität. Die sozialpsychologischen Erscheinungen sind aufzufassen als Prozesse der aktiven und passiven Anpassung der Triebapparatur an die sozialökonomische Struktur, so schreibt Horkheimer. Die Familie ist hierbei das zentrale Medium oder anders die wesentliche Agentur, durch die das Soziale, die ökonomische Struktur Einfluss auf die Seelen des auf die Seele des Einzelnen nimmt. Und so hat die Sozialpsychologie die gemeinsamen sozial relevanten seelischen Haltungen und Ideologien und insbesondere deren unbewusste Wurzeln aus der Einwirkung der ökonomischen Bedingungen auf die libidinösen Strebungen zu erklären. Diese aktiven und passiven Prozesse der Anpassung bringen einen entsprechenden Charaktertypen hervor und festigen diesen. Das ist der autoritäre Charakter. Und dieser autoritäre Charakter ist auch, wie Erich Fromm es in einem Beitrag zur Zeitschrift für Sozialforschung nennt, die gesellschaftlich erwünschte seelische Struktur, mit der der Mensch alsbald lernt, seine Ohnmacht eben zu bejahen. Und Fromm skizziert diesen Charakter noch ein wenig weiter. Statt sich die objektiven Ursachen ihrer Ohnmacht bewusst zu machen, reagieren die allermeisten Menschen mit Verhaltensweisen, wie sie an psychisch Kranken, die an einem Ohnmachts- oder Minderwertigkeitskomplex leiden, beobachtet werden können. Und er zählt auf, tröstende Rationalisierung, der Glaube an ein Wunder oder das Hoffen auf die Zeit sind solche Reaktionsbildungen, die insgesamt aber nur die fatalistische Weltsicht ein weiteres Mal bestätigen, soll sich doch schließlich ohne jede Aktivität durch das schiere Verstreichen von Zeit oder irgendwelcher magischer Gesten alles zum Guten wenden. Blinde Geschäftigkeit, Wichtigtuerei und insbesondere unter Intellektuellen Größenwahn und Geniekult sind weitere Reaktionsbildungen, die Fromm aufzählt. Weiter schreibt er, komplementär zu diesen Fantasien staut sich Wut auf, die, weil sie nicht nach außen sich entladen kann, nach innen gegen die eigene Person gerichtet wird. Und an anderer Stelle ist zu lesen, dieser oft schon in Kindheitserfahrungen gründende Zirkel aus Ohnmacht, Wut und Angst oder das permanente Wechselbad von Ohnmachts- und Omnipotenzgefühlen wird für den bürgerlichen Menschen zum Kerker der Seele. Das klingt aus heutiger Sicht beinahe ein wenig unhistorisch, wird doch schließlich der Wut, von der Fromm spricht, mit dem Nationalsozialismus die Möglichkeit gegeben, sich immer wieder neu, und wir wissen ja schließlich, dass der Antisemit ohne Ende hasst, zu entladen. Diese Wut kann sich also immer wieder neu entladen. Diese Entladung ist gewissermaßen also die antisemitische Verhaltensweise, die in den Situationen ausgelöst wird, in denen verblendete, der Subjektivität beraubte Menschen als Subjekte losgelassen werden, so Horkheimer und Adorno später in der gemeinsam verfassten Dialektik der Aufklärung, auf die ich nun eben weiter zu sprechen kommen werde, auf die Dialektik der Aufklärung und eben ihre Zivilisationskritik bzw. ihre zivilisationskritische Wendung, die dort vorgenommen wird. Im Verlauf des Zweiten Weltkriegs und vor allem mit Bekanntwerden des Massenmordes an den europäischen Juden ereignen sich tiefgreifende Veränderungen im Konzept der kritischen Theorie der Gesellschaft. Sind bestimmte Gewissheiten bereits in den 30er Jahren aufgegeben worden? Ich erinnere daran, kritische Theorie beabsichtigt eben die Reflexion über das Ausbleiben der proletarischen Revolution. So geriet dieser bereits schwankende Grund mit dem auf Vernichtung zielenden Antisemitismus vollends verloren.
Zudem stimmten nicht allein die Entwicklungen im nationalsozialistischen Deutschland wenig optimistisch. Auch in den USA wie in der Sowjetunion drohte der Mensch, das Individuum entmächtigt zu werden, um vollkommen zu einer bloßen Funktion, zu einer bloßen Größe im gesellschaftlichen Prozess zu werden. In einer solchen Situation verschob sich der Blick der kritischen Theorie von der Theorie der ausgebliebenen Revolution auf die Theorie der ausgebliebenen Zivilisation, so Rolf Wiggershaus in seiner sehr umfangreichen, umfassenden Arbeit über die Frankfurter Schule. Und damit einher ging eine beträchtliche Verschiebung eben der Aufgabenstellung der kritischen Theorie. So wuchs die beabsichtigte Selbstreflexion des Marxismus heran zu einer Selbstreflexion der Zivilisation insgesamt. Horkheimer und Adorno begannen im US-amerikanischen Exil gemeinsam, unterstützt von Gretel Adorno und Leo Löwenthal, die Arbeit an einer Monographie über Vernunft und Dialektik. So war das zunächst projektiert. In dieser Schrift sollte der nationalsozialistische Judenmord nicht allein aus der kapitalistischen Entwicklung heraus verstanden werden, wie dies die marxistische Orthodoxie vorschrieb. Horkheimer und Adorno versuchten das, was im nationalsozialistischen Deutschland passierte, aus einer grundlegend misslungenen Zivilisation heraus zu begreifen. Frucht dieser Zusammenarbeit ist schließlich eine der bedeutendsten Schriften dieser Theorietradition, die Dialektik der Aufklärung. Aus einer Art weltgeschichtlicher Vogelperspektive, so schreiben Christoph Türke und Gerhard Bolte, wird in der Dialektik der Aufklärung die Geschichte der abendländischen Zivilisation betrachtet. Horkheimer und Adorno zeigen, wie die einmal erwachte Vernunft es den Menschen zwar einerseits ermöglichte, sich vom Naturzwang zu emanzipieren, andererseits aber zeigen sie, wie sich die Menschheit im Prozess dieser Emanzipation immer tiefer in Herrschaft verstrickt, Herrschaft, die ihnen nun, den Menschen nun, gleichfalls wie eine Naturmacht gegenübertritt. Um dies Ineinander von Autonomie und Heteronomie zu begreifen, geht die Dialektik der Aufklärung zurück bis an den Beginn der Menschheitsgeschichte. Wichtig an dieser Stelle ist mir aber der Hinweis, dass die materialistische Grundeinsicht, nach der alles, was ist, eben Resultat gesellschaftlicher Auseinandersetzung mit Natur ist, auch in dieser Phase der kritischen Theorie, auf dieser Reflexionsstufe der Kritik gerade nicht aufgegeben worden ist. Sie wird jetzt vielmehr gewissermaßen auf die Menschheitsgeschichte insgesamt ausgedehnt. Ist das Erwachen der Vernunft oder anders formuliert die Tätigkeit, das ist das Erwachen der Vernunft oder anders formuliert die Tätigkeit des Geistes, die die Menschen aus dem bis dahin blinden und begriffslosen Naturzusammenhang entlässt. Und die Rede von der Blindheit und der Begriffslosigkeit deutet bereits an, dass Horkheimer und Adorno diesen vorichtlichen Zustand keinesfalls romantisieren. Über eine vermeintlich glückliche Einheit des Menschen mit dem ihm gegenüberstehenden Fremden der Natur findet sich in den Arbeiten der kritischen Theorie schlicht und ergreifend nichts. Indes geht kritische Theorie von einem Geburtsfehler der Emanzipation des Menschen aus, denn der tätige Geist ist eingespannt in eine sehr unheilvolle Konstellation. Die Menschen versuchen nämlich, die Angst, die uns Menschen vor der Übermacht der Natur in archaischen Zeiten beherrscht hat, dadurch zu bewältigen, dass wir das uns entgegengestellte Fremde uns selbst zu eigen machen, dass wir es gewissermaßen als ein Stück von uns selbst verstehen, so Adorno in seiner Vorlesung zur Einführung in die Dialektik aus dem Sommersemester 1958. Diese Einverleibung von Fremden, die von seinem eigenen Sinn, des fremden Eigensinns nichts weiter mehr übrig lässt, und die Beherrschung der Natur ist lediglich ein anderer Begriff für diesen Vorgang, schreibt sich eben seit den ersten Tagen der Menschheit fort. Ohne sich näher auf die Dialektik der Aufklärung zu beziehen, fasst der Philosoph Manfred Frank diesen, wie ich glaube, Kerngedanken über den Vorgang der Beherrschung von Angst sehr treffend zusammen. Er schreibt, die Angst wirkt als ein Motor der Rationalisierung, verstanden als Wille zur Macht, das heißt zur Übermächtigung und gesetzmäßigen Beherrschung einer bedrohlichen Mitmenschen- und Außenwelt. Denn wenn wir aus unseren Erfahrungen nicht ableiten können, worauf wir in der nächsten Stunde und am folgenden Tag gefasst sein müssen, dann können wir unser Leben lang keine angstfreie Minute zubringen, so Manfred Frank. Und die Natur, das ist für Horkheimer und Adorno eben in der Frühphase der Menschheitsgeschichte das Dunkle, das schreckliche Andere, das Furcht und Zittern verursacht und das kaum zu verstehen ist, geschweige denn zu beherrschen.
In den Worten der Dialektik der Aufklärung heißt es, seit je hat Aufklärung im umfassendsten Sinn fortschreitenden Denkens das Ziel verfolgt, von den Menschen die Furcht zu nehmen und sie als Herren einzusetzen. Die Dialektik der Aufklärung skizziert nun die Menschheitsgeschichte in einem zugegeben recht hohen Tempo als eine Entfaltung von Aufklärung. Das Gemeinsame der verschiedenen Zeitalter ist die durch die Angst getriebene Absicht einer Beherrschung der Natur. Das ist eben auch dann der eine Teil der Kernthese der Dialektik der Aufklärung, die festhält, dass schon der Mythos Aufklärung ist, wie es bereits in der Vorrede der philosophischen Fragmente heißt. Im mimetischen Zeitalter der sogenannten primitiven Menschen, ebenso wie im mythischen Zeitalter der Antike und im metaphysischen Zeitalter des Mittelalters bleibt aber die Beherrschung der Natur ledigliche Absicht des Menschen. Und mit diesen Zeitaltern, die ich hier gerade erwähnt habe, sind so mehr oder minder verschiedene Entwicklungsstufen aufklärenden Denkens, nochmal schon der Mythos ist Aufklärung, aufklärenden Denkens bezeichnet. Erst in der Neuzeit, sozusagen die letzte Stufe dieser Entwicklung des Denkens, erst in der Neuzeit erscheint die Natur endlich als das von der Vernunft zu Unterwerfende. Und seither ist alle Welt um den Menschen zusammengezogen. Die Welt erscheint, wie Adorno das einmal genannt hat, als reines Menschenwesen. Der Sozialphilosoph Axel Honneth betont, dass die Kritik der Beherrschung der äußeren Natur für die Dialektik der Aufklärung nur die Einstiegsstufe für die Analyse eines Komplementärphänomens abgibt. Denn der beherrschten äußeren Natur komplementär gegenüber steht eben die zu beherrschende Natur, die wir selbst sind, die inwendige Natur, eben die des Menschen. In anderen Worten korreliert die Einheit der Natur außer uns mit einem biografischen Konsistenz- bzw. Identitätszwang. Und damit angesprochen ist bereits der andere Teil der Kernthese der Dialektik der Aufklärung. Horkheimer und Adorno schreiben, dass eben die Aufklärung in Mythologie zurückschlägt. So ist schließlich die Beherrschung des äußeren Naturobjekts nur dort möglich, wo ihr ein auf Dauer gestelltes Herrschaftssubjekt gegenübertritt. Um aber diese Dauerhaftigkeit zu gewährleisten, muss das Amorphe, das Zerfließende, kurzum das, was am Subjekt selbst biologisch, physiologisch, naturhaft ist, bezwungen werden. Und das heißt, die kreatürlich-natürlichen Impulse am Menschen werden ausgelöscht. Damit aber wird das ganze Unternehmen der Selbsterhaltung, das, auf das doch eigentlich die Zivilisation hinauslaufen soll, selbst zu einem reichlich Paradoxen. So zielt doch diese Form der Selbsterhaltung im Kern auf eine Selbstverleugnung. Und das ist eben der Umschlagpunkt, in dem Aufklärung in Mythologie zurückschlägt. Axel Honneth führt dazu ganz treffend aus, dass es sich hierbei um eine, wie er sagt, menschliche Selbstverleugnung und gesellschaftliche Selbsterhaltung handelt. Dasjenige, was es eigentlich zu erhalten gibt, nämlich der Mensch, das Individuum und sein größtmögliches Glück, wird verleugnet und geopfert zugunsten der Selbsterhaltung der Gesellschaft. Und so kann die Dialektik der Aufklärung auch konstatieren, dass sich die Menschheit Furchtbares hat antun müssen, bis das Selbst, der identische, zweckgerichtete, männliche Charakter des Menschen geschaffen war und etwas davon wird noch in jeder Kindheit wiederholt. Die Anstrengung, das Ich zusammenzuhalten, haftet dem Ich auf allen Stufen an und stets war die Lockung, es zu verlieren, mit der blinden Entschlossenheit zu seiner Erhaltung gepaart. In ihren historisch-anthropologischen Passagen rekonstruiert die Dialektik der Aufklärung also die Geschichte des Subjekts, eben der Einheit des Menschen, als ein exaktes Komplementärphänomen zur Geschichte des Objektes, der Einheit der Natur, der äußeren Natur. Wo an der äußeren Natur lediglich interessiert, wo man sie packen kann, so gilt dies noch für die Natur des Menschen. Auch an ihr wird alles ignoriert und ausgelöscht, was einer instrumentellen Verfügung über die Welt nicht dienlich ist. Und so entspricht einer höchst selektiven Wahrnehmung und Handhabung von äußerer Natur eine nur selektive Durchlassung von Triebregungen der inneren Natur. Entspricht der lediglich auf ihre Beherrschbarkeit hin wahrgenommene Natur, die wir nicht sind, eine beherrschte und eine sich beherrschende Natur, die wir selbst sind. Solche Disziplinierung aber begreift die Dialektik als eine angespannte Distanzierung von Natur. Horkheimer und Adorno stellen sie als Unterdrückung und auf Verdrängung beruhend bloß und interpretieren sie als bloß oberflächliche Zivilisierung.
Und insofern heißt die Natur beherrschen immer nur sie krampfhaft beherrschen. Einzig durch die Selbsterniedrigung des Menschen, Kraft der Verleugnung der eigenen Naturhaftigkeit, gilt ein solches Überleben als möglich. In dieser ja unheimlichen Welt wird dann noch der eigene Körper angesehen als ein beweglicher Mechanismus, das eigene Fleisch gilt als Polsterung des Skeletts und, so ist in der Dialektik der Aufklärung zu lesen, die Sprache hält mit dem Schritt. Sie hat den Spaziergang in Bewegung und die Speise in Kalorien verwandelt, ähnlich wie der lebendige Wald in der englischen und französischen Alltagssprache Holz heißt. Die Gesellschaft setzt mit der Sterblichkeitsrate das Leben zum chemischen Prozess herab. Schier unvorstellbar erscheint heute, sich eins zu wissen mit seinem Körper, erscheint, was Marx in seinen Pariser Manuskripten aus dem Jahr 1844 noch ganz emphatisch beschrieben hatte, nämlich ein, wie er schreibt, leibliches, naturkräftiges, lebendiges, wirkliches, sinnliches, gegenständliches Wesen zu sein, an wirklichen, sinnlichen Gegenständen sein Leben äußern zu können. Für die kritische Theorie rückt so das Schicksal des einzelnen Individuums im Lichte einer zum Totalitären drängenden Gesellschaft ins Zentrum der Beschäftigung. Eine omnipräsente Kulturindustrie, das ist der Begriff der kritischen Theorie für die moderne Massenkultur in Funk, Fernsehen und Film. Gelenkte Massenorganisationen wie etwa Parteien, Gewerkschaften und Vereine, umfassende staatliche Verwaltungsapparate wie etwa der Sozialstaat und nicht zuletzt die Integration der Arbeiterinnenschaft durch die sogenannte Vollbeschäftigung und den Massenkonsum, das sind einige Elemente der Gesellschaft, die dem Individuum keinen Raum mehr lassen. Auf eine unmittelbare Gewaltanwendung kann die nachfaschistische Gesellschaft verzichten, da die Menschen wie durch eine unsichtbare Hand gegängelt werden. Und das ist auch die Tendenz, die aus dem eindimensionalen Menschen Herbert Marcuses von 1964 herauszulesen ist. Bereits in der Vorrede hält er fest, ich zitiere ihn, unsere Gesellschaft ist durchaus ausgezeichnet, dass sie die zentrifugalen Kräfte mehr auf technischem Weg besiegt als mit Terror. Auf der doppelten Basis einer überwältigenden Leistungsfähigkeit und eines sich erhöhenden Lebensstandards. Die Menschen passen sich der vorgefundenen Gesellschaft nur zu gern an, womit schließlich die Möglichkeit, eine autonome Persönlichkeit herauszubilden, mehr und mehr verschwindet. Adorno sagt in einem Aufsatz über Individuum und Organisation, der Begriff des Individuums, historisch entsprungen, erreicht seine historische Grenze. Die gesellschaftliche Prägung der Menschen ist so weit fortgeschritten und so tief eingedrungen in ihre Verfasstheit, dass von eigentlichen Menschen, wie man etwas überspitzt sagen könnte, kaum mehr etwas übrig geblieben ist. Und so akzeptieren die Menschen die Befriedigung ihrer Bedürfnisse, wie sie durch eine entfremdete, ziellose und die Natur, die eigene wie die äußere, verwüstende Produktivität möglich geworden ist. Dabei bleibt aber die Kritik der politischen Ökonomie, wie das Rolf Johannes einmal genannt hat, das ausgesparte Zentrum der kritischen Theorie der Gesellschaft. Und liest man einmal die Arbeiten von Adorno oder auch von Marcuse aus den Jahren, die man so gemeinhin Wirtschaftswunderjahre nennt, mag man durchaus den Eindruck gewinnen, dass hier, was die ökonomische Dynamik angeht, der Schein einer integrierten Industriegesellschaft für die Wirklichkeit der spätkapitalistischen Gesellschaft genommen wird. Freilich sind die Überlegungen Adornos bekannt, in denen er sich der Frage Industriegesellschaft oder Spätkapitalismus äußerst differenziert widmet. Nichtsdestotrotz aber bleibt die Ökonomie ein ja blinder Fleck in diesem großen Unternehmen einer kritischen Theorie der Gesellschaft. Darauf weisen auch Türke und Bolte hin. So heben sie zwar einerseits hervor, dass es in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts gute Gründe gab für eine Wendung zur Subjektivität, zugleich aber merken sie sehr kritisch an, dass diese Wendung der kritischen Theorie eine problematische Eigendynamik gewonnen und ihr eine unökonomische Schlagseite gegeben hat. Damit komme ich langsam aber sicher zum Schluss, bei dem ich eben, wie ich es auch angekündigt habe, noch einmal kurz zusammenfassen möchte, was nun so die kritische Theorie eigentlich ausmacht. Ich habe einerseits darauf hingewiesen, dass kritische Theorie als eine Lebensform von einem fundamentalen Zweifel an der gegenwärtigen kapitalistischen Welt getragen ist. Kritische Theorie ist gerade nicht überzeugt von der Richtigkeit und der Überlebensfähigkeit der zu Zwecken der Naturbeherrschung eingerichteten kapitalistischen Gesellschaft. Angesichts dessen dringt die kritische Theorie auch darauf, dass diese infame und niederträchtige Welt nicht das letzte Wort der Geschichte ist.
kritische Theorie ist überzeugt von der Möglichkeit, eine Gesellschaft einzurichten, in der die Freiheit des Einzelnen die Bedingung der Freiheit aller ist, eine Gesellschaft, in der die Gewalt gegen die Menschen und gegen die Natur endlich aufhören. Kritische Theorie hat andererseits, nämlich vielleicht verstanden als Denkform, die Menschen als Produzenten ihrer gesamten historischen Lebensformen zum Gegenstand. Einzig und allein die Auseinandersetzung des Menschen mit der Natur bringen Geschichte und Gesellschaft hervor. Nichts und niemand steht über dem historischen Prozess. Indes weiß die kritische Theorie aber auch darum, dass Gesellschaft aus ihrer eigenen Dynamik heraus sich gegen die Individuen wendet und sie in der Entfaltung ihrer Möglichkeiten unterdrückt. Suchte man die Knechtschaft des Menschen vor der Dialektik der Aufklärung, also zeitlich vor der Dialektik der Aufklärung, noch wesentlich aus der kapitalistischen Produktionsweise herauszubegreifen, so geht die kritische Theorie seither zivilisationskritisch ans Werk. Dass dabei die Kritik der kapitalistischen Produktionsweise ein wenig ins Hintertreffen gerät, habe ich ja mehr angedeutet, denn ausgeführt. Die Beherrschung der Natur, verstanden als das, was die Menschheitsgeschichte insgesamt verbindet, wird jetzt zu ihrem zentralen Thema und damit, so glaube ich, formuliert kritische Theorie gleichfalls ein eminent wichtiges Thema einer kommenden Emanzipationsbewegung. Eine Bewegung, die ihre Ziele nicht allein in der Steigerung der Naturbeherrschung erkennen darf, weil jede Beherrschung der Natur immer nur eine zwanghafte sein kann und so eben gerade nicht herausführt aus dem elenden Zirkel von Herrschaft und Unterdrückung. Hinter dieser Einsicht von Adorno, Horkheimer, Marcuse und Löwenthal dürfen wir Nachgeborene nicht zurückfallen. Darauf jedoch näher einzugehen würde den hier vorgegebenen Rahmen sicherlich sprengen. Und so möchte ich abschließend Michael Schwand zu Wort kommen lassen, der in seiner ja ganz schönen Einführung in die kritische Theorie sagt, wer sich angesichts des gegenwärtigen Zustands der Welt ans politische Werk macht und dabei nur die Philosophie und Praxis des, schreibt er, vergangenen Jahrhunderts, und pikanterweise erscheint das Büchlein seiner Einführung in die kritische Theorie im Jahre 2009, wer sich also nur die Philosophie und Praxis des vergangenen Jahrhunderts ins Marschgepäck einräumt, sozusagen nur diese mit sich führt, ignoriert alles, was seitdem Grundlegendes geschehen ist und muss folglich scheitern oder Schlimmeres anrichten. Und zunächst an dieser Stelle bleibt mir dann nichts weiter mehr übrig, als mich für eure Aufmerksamkeit zu bedanken und ich würde damit dann auch die Debatte, Diskussion um das, was ich hier so jetzt die letzten 3/4 Stunden erzählt habe, eröffnen. Danke. Bitte. Du hast ja jetzt gerade die Abschluss der Theorie gesehen und die letzten Vertreter der kritischen Theorie ein bisschen außen vor gelassen, also die weitere Entwicklung. Kannst du das mal erklären, warum du das getan hast? Ja, ich habe das aus dem einfachen Grund getan, weil sie mich nicht interessieren. Also das sage ich so ganz salopp. Ich meine, gut, ich habe Axel Honneth zitiert, weil der, also glaube ich, doch durchaus ein ganz gutes Wissen auch über die kritische Theorie, die ich hier vorgestellt habe, verfügt. Aber all das, was der was er eben als Schüler von Jürgen Habermas, den du natürlich mit deiner Frage auch angesprochen hast, den lieben langen Tag treibt, das weiß ich nicht. Das ist mir irgendwie zu wenig Emanzipationstheorie und vielleicht zu viel Ordnungstheorie. Und insofern antworte ich dir ganz salopp und blank so, das interessiert mich nicht, was die machen. Also es ist mir irgendwie dann, obwohl ich das auch... Bitte? Seit den 90s? Das verstehe ich nicht. Vielleicht ist das meine Aufregung hier unten ein bisschen geschuldet, aber wie auch immer. Finde ich uninteressant, was die so machen. Das ist mir, darauf wollte ich hinaus irgendwie, obwohl ich das kritisch hier angemerkt habe, dass Kritik der politischen Ökonomie bei Adorno, Horkheimer und vielen anderen nicht so richtig repräsentiert ist, aber das, was Habermas und die Nachfolger dann so treiben, da kommt das ja überhaupt nicht mehr vor. So, ne? Das ist mir dann also viel zu wenig und insofern, finde ich, ist das dann eigentlich nur noch sowas, was man mal irgendwie Depotenzierung irgendwie von kritischer Theorie genannt hat und
weiß ich nicht, das gucke ich mir da nicht an. So. Dafür reicht meine Zeit nicht oder so. Was genau fehlt Ihnen da jetzt? Also sozusagen, also was fehlt Ihnen in der Diskussion, also beziehungsweise bei denjenigen Kreisen oder bei denjenigen Leuten, die jetzt sozusagen diese menschenrechtliche Theorie anwenden, seit den 90er Jahren? Ja, ich weiß nicht, ich kann mal auf Axel Honneths anerkennungstheoretische Studie zur Verdinglichung zu sprechen kommen. Also Verdinglichung ist ja eigentlich ein ganz großer Begriff irgendwie der kritischen Theorie Adornos, Horkheimers, anderer in Szene gesetzt, eigentlich 23 von Georg Lukács in Geschichte und Klassenbewusstsein. Dort ganz eminent fundiert eben durch die Rezeption des marxischen Kapitals, mit anderen Worten, also ganz fundiert durch eine Kritik, eine Kapitalismuskritik. Und wenn ich mir dann eben, wie gesagt, diese anerkennungstheoretische Studie über die Verdinglichung von Axel Honneth anschaue, finde ich eben über so etwas, über Kapitalismus, kapitalistische Produktionsweise, Warentausch und solcherlei Sachen, finde ich da einfach nicht so gut. Er spricht zwar noch davon, dass Georg Lukács diesen Begriff der Verdinglichung prominent gemacht hat, aber das war es dann auch. So, dann wendet er sich irgendwelchen anderen Philosophen zu, die Lukács folgen, und hat dann aber mit dem eigentlichen, was doch Verdinglichung heute einen Gutteil ausmacht, überhaupt nichts mehr am Hut. So geht dann irgendwie so weit und sagt, Antisemitismus gut, das nenne ich Verdinglichung, vor dem Hintergrund eben meiner Anerkennungstheorie nenne ich das Verdinglichung, aber verdinglich doch nur deshalb, weil da einer bestimmten Gruppe Menschen bestimmte Eigenschaften zugeschrieben werden, über die sie dann nicht mehr hinauskommen. Das ist dann irgendwie Verdinglichung. Das finde ich ein bisschen wenig. Im Kapitalismus ist mir das zu wenig. So, und, ist ja dann so aus, dass die Verdinglichung eben die Verdinglichung der als naturhaft empfundenen Verhältnis ist. Aber dass man, wir haben ja auch von dieser Übermacht gesprochen und von dem Unerklärlichen ja auch, dass man das dann sozusagen nimmt und im Juden objektisiert, wie auch immer, jedenfalls auszumachen. Also von daher wird das ja schon mal. Ja, aber ich habe ja auch darauf hingewiesen, dass es uns nur so scheint, als wäre es Natur. Also wenn, haben wir es hier mit gesellschaftlichen Naturgesetzen zu tun und nicht mit irgendwelchen natürlichen Naturgesetzen. Und dieser Schein ist dort nirgendwo, finde ich, dort nirgendwo aufgehoben. Ja, also auch auf die Gefahr hin, dass es ein bisschen langweilig wird und ich mich wiederhole, so von Warentausch, von einer darin begründeten Abstraktion und Verselbstständigung von so etwas lese ich in diesem schmalen Band nichts. So, und nochmal, das finde ich, reicht heute nicht. Ich meine, da kann ich schön irgendwie so ein bisschen hingehen und etwas mitunter vielleicht auch moralinsauer daherkommen und den Antisemitismus kritisieren, aber irgendwie so an irgendwas Fundamentales, so komme ich da nicht ran. Ein anderes Beispiel Rahel Yegi, auch irgendwie aus diesem Honneth-Umfeld, schreibt ein Büchlein über Entfremdung, was ja eigentlich erstmal so ganz interessanter Aufhänger ist und liefert dann Beispiele für ein entfremdetes Leben in der bürgerlichen Gesellschaft. Also die finde ich haarsträubend. So, ja, da ist dann auf einmal, erwähnt sie einen Mathematiker, der in seiner Jugendzeit irgendwie ein ganz ausschweifendes Leben geführt hat, nur irgendwie für seine mathematischen Formeln lebte, irgendwie es gerade noch so geschafft hat, eben kurz vor Geschäftsschluss sich seine Tiefkühlpizza zu kaufen, damit er noch was zu essen bekommt. Dann erzählt sie weiter, verliebt er sich, heiratet, die Frau kriegt Kinder und auf einmal führt er ein ganz entfremdetes Leben.
sagt sie. So, und das finde ich ein bisschen banal. Also diese irgendwie so diese Diskrepanz irgendwie zwischen dem vorherigen Leben und dem jetzigen Leben dann irgendwie als eine Art von Entfremdung irgendwie darzustellen, das finde ich reicht an das, was mit dem Begriff eigentlich verbunden ist, irgendwie nicht heran. Also vielleicht wird sie mir mein Gerede jetzt um die Ohren hauen oder so, das weiß ich nicht. Also aber ich also lese diese entfremdungskritische Studie von ihr eben so, kann es auch nicht anders lesen. Und wie nochmal, das finde ich, ist echt ein bisschen wenig so. Und jetzt kommt es, dass das sozusagen zu viel angewendet wird und zu wenig weiter analysiert. Also, beziehungsweise, wenn Sie jetzt sagen, die fehlt ja dann würde ich sagen, okay, da sollte man sich nochmal extra kümmern, beziehungsweise man sollte halt nochmal ganz klar auf die Ökonomie zunehmen und da nochmal weiter analysieren. Also, das kommt jetzt. Ja, ich glaube ja. Ja, aber dann haben wir auch gesagt, okay, das hat Herr Marx alles schon gemacht, mehr oder weniger, und dann gab es halt die blöde Sache mit dem Nationalsozialismus und alles ging im Bach runter. Also sozusagen, dass die Frage wäre, warum trotz revolutionärem Potenzial, was ja da übrigens, wo Sie übrigens, was mich auch einfach etwas gestört hat, aber was mir aufgefallen ist, gesagt haben, dass das Problem war, dass kein revolutionäres Potenzial vorhanden war. Was ja zumindest fragwürdig ist, da ja eben der Nationalsozialismus auch, das ist ja sehr bekannt wahrscheinlich, ein revolutionär war. Halt nur in einer ganz, ganz unangenehmen Form. So, und das jetzt sozusagen, also nachdem das ökonomisch schon geklärt worden ist, ist die Frage sehr, warum das revolutionäre Potenzial, was ja nicht vorhanden sein sollte, sozusagen in einer derartigen Katastrophe landet. So wollte ich das jetzt mal. Also sozusagen bereits das ökonomische, ja, was jetzt weiterhin geklärt ist, aber die Auswirkungen dann tatsächlich aus dem Video doch eher im Unkenntnis. Ja, auch auf die Gefahr, dass das zu einem kleinen Zwiegespräch wird. Also sicherlich hat, das habe ich ja auch gesagt, hat Marx insbesondere uns ordentlich was vorgelegt mit seiner Kritik der politischen Ökonomie. Das Ganze entwickelt sich aber irgendwie weiter so. Also der Kapitalismus kennt auch eben verschiedene Phasen. So. Man muss ihn nicht irgendwie früh und Hochphase des Kapitalismus und dann irgendwann Spätkapitalismus nennen, aber ich weiß nicht, irgendwie so Unterscheidungen wie Fordismus, Postfordismus und so weiter, finde ich schon ganz sinnvoll, um seine Analyse auch eben eine gewisse Schärfe irgendwie verleihen zu können. So. Und ja, insofern, also finde ich, kann man sich nicht irgendwie einfach damit befriedigen zu sagen, Ökonomie, das hat der Marx doch alles schon analysiert. Jetzt widmen wir uns dann mal irgendwelchen anderen Themen, sondern ich finde, dass gelte es eigentlich eben auch noch weiter, natürlich auf der Grundlage der Marxischen Überlegungen, aber gelte es eben auch weiter noch ein wenig zu analysieren. Und damit will auch gar nicht widersprochen sein, dass es sehr wohl wichtig ist, diese, ja, wie ich das nannte, subjektive Wendung weiter auch zu verfolgen, dass es sehr wohl wichtig ist, sich auch, also wie es die kritische Theorie getan hat, irgendwelche Erscheinungen auf kultureller Ebene, Literatur hat sie sich angesehen, Kunst hat sie sich angesehen, sich solche Sachen anzuschauen. Musik hat Adorno ganz viel zugeschrieben. Das ist damit gar nicht widersprochen. Also das ist viel, viel mehr ein Plädoyer dafür, das, was da mal in den 30er Jahren als interdisziplinärer Materialismus anvisiert wurde, eben auch wirklich als solchen weiter zu betreiben. Da zählen dann, würde ich sagen, auch eine Vielzahl von Disziplinen eben zu, unter anderem auch die Ökonomie. Und jetzt hattest du dich gemeldet. Ich wollte aber auf einen anderen Punkt hinaus. Das ist ja gut. Du hast ja in deinem Vortrag so ein bisschen dargelegt, die Frage, die sich die kritische Theorie stellt, ist eigentlich auch die Leitfrage dieser Veranstaltungsreihe, so ein bisschen, was beherrscht uns eigentlich, was sind es eigentlich für Umstände, die dazu führen, dass keine gesellschaftliche Emanzipation stattfindet, dass eben keine proletarische Revolution stattfindet. Und so die Antwort, die ich aus deinem Vortrag rausgehört habe, war eben vor allem, das hat was mit Psychologie zu tun, das hat was mit Trieben zu tun, die durch die gesellschaftlichen Umstände sich transformieren, und diese Veränderung der Triebstruktur macht es dem Proletarier irgendwie erträglich. Also jetzt mal ein bisschen blöd zusammengefasst, aber doch sehr verwundert,
da taucht jetzt kaum Ideologie auf. Also was ist mit Nationalismus, Rassismus, falsche Bewusstseinsformen der Leute über diese gesellschaftlichen Verhältnisse? Sind es nicht gerade die, die dazu führen, ja, dass so eine gesellschaftliche Emanzipation nicht stattfindet? Oder wo haben die in der kritischen Theorie ihren Platz? Also sicherlich wird dort auch ganz viel Ideologieforschung betrieben. Ich weiß nicht, Adorno setzt sich auseinander mit Wissenssoziologie zum Beispiel. Er widmet sich dem Werk Oswald Spenglers ganz intensiv. Kann man, glaube ich, nicht so stehen lassen, dass die mit Ideologie oder so etwas nichts zu tun haben. Worauf sie aber drängen, glaube ich, ist, wie ich das auch sagte, so, dass das irgendwie dieses Interessenrationale nicht funktioniert. Also, dass man den Menschen sozusagen nicht einfach nur sagen kann, du hör mal hier, das mit dem Nationalismus, das ist doch total Panne, oder hier immer nur Fernseh gucken, das macht dich doch total blöde oder so. Da würde kritische Theorie, glaube ich, sagen, ja, so einfach ist das nicht, und erkennt dann eben, gestützt auf die Arbeiten wesentlich Freuds, auf die Psychoanalyse, erkennt eben, dass der Mensch, also so ist mir das jetzt bei der Vorbereitung irgendwie nochmal deutlich geworden, erkennt, dass auch der Mensch irgendwie ein im Grunde ja Naturwesen ist und als solches eben auch gesellschaftlichen Prozessen oder so ausgeliefert ist, dass das eben auch gesellschaftliche Prozesse den Menschen in einer gewissen Art und Weise eben formen oder so. Eben wie das also Fromm, genau den ich jetzt zitiert habe, sehr schön sagt, dass das eine gesellschaftlich erwünschte seelische Struktur produziert wird. Darf man nicht denken, das wirst du nicht tun, aber darf man dennoch nicht denken, dass da irgendwie so ein Produzent im Hintergrund steckt, der sagt, so und so soll der Mensch dann mal irgendwie aussehen, sondern das fügt sich dann irgendwie so aufgrund der Ohnmachtsverhältnisse im Kapitalismus, aufgrund der Ohnmachtsverhältnisse in einer kapitalistischen Warenproduktion, dass eben ein solcher Charaktertypus entsteht und der eben dann auch den Menschen daran hindert, interessenrational seine Lage zu erkennen, so würde ich sagen. Und nochmal auch da, vielleicht ist das, hoffe, kommt dann nicht allzu weich daher, wenn ich sage, Ideologieforschung oder so etwas, Ideologiekritik, lassen wir außen vor, wir machen jetzt nur noch Psychologie oder so, das will, auch dafür will ich überhaupt nicht ein Plädoyer leisten, aber eben auch zu erkennen, zumindest das, was kritische Theorie glaubt, erkannt zu haben, dass eben diese zum dritten Mal interessenrationale Argumentation, mit der man meint, eben den Leuten das Richtige schon einleuchten zu können, dass das irgendwie nicht hinhaut. So, ne? Also ich finde, die Annahme führt zu einer ganz schwierigen Frage, nämlich, sorgt das nicht dafür, dass die Ausgangsbedingungen oder die Möglichkeit der Emanzipation auch immer geringer wird, oder ich weiß gar nicht richtig, wie es beschreiben soll, oder sich irgendwie negiert auf Dauer, wenn sich doch das Bewusstsein oder die Psyche derart verändert des Menschen, dass sie gar nicht für Argumente, sag ich mal, für rationale Argumente offen ist, ja, führt das nicht dann zwangsläufig dazu, dass Emanzipation sich immer weiter entfernt? Ist das nicht eine sehr pessimistische Perspektive auch auf gesellschaftliche Veränderungen? Also ich habe ja an einer Stelle darauf hingewiesen, dass so etwas wie Offenheit ganz wichtiger Gesichtspunkt in diesem Denken ist, und insofern würde ich den Begriff der Offenheit nochmal aufgreifen und erstmal dir ganz grundsätzlich widersprechen, dass es Zwangsläufigkeiten, glaube ich, in diesem Denken nicht gibt. Damit widersprochen werden soll nicht, dass das natürlich schon eine recht pessimistische Sichtweise auf Geschichte ist. Ich befürchte nur, dass es eine einigermaßen realistische ist, angesichts dessen, was im vergangenen Jahrhundert geschehen ist. Will ich dem nicht widersprechen. Und zugleich aber auch, noch einmal Stichwort Offenheit, zugleich ist damit aber auch, also glaube ich, nicht die Möglichkeit, grundsätzlich nicht die Möglichkeit verbaut, dass sich nochmal irgendwas bewegt oder so.
Also Löwenthal, den ich ja reichlich zitiert habe aus diesem autobiografischen Gespräch, erzählt an einer Stelle, dass die kritischen Theoretiker schon arg verwundert waren, mit welcher Macht in den späten 60er Jahren mit Mal die Flasche entkorkt wurde. Und da muss man vielleicht dazu sagen, dass kritische Theorie sich gern als so eine Art Flaschenpost begriffen hat, also ein Denken, was man also ganz schön ja irgendwie so auswirft, man weiß, kennt den Adressaten nicht mehr, hofft nur darauf, dass es irgendwo eine Adressatin gibt, die Schriften irgendwie nochmal zur Kenntnis nimmt, dann hat man es in den 60er Jahren zur Kenntnis genommen und man war schon arg überrascht darüber, mit welcher Macht diese Flasche dann entkorkt wurde. Also worauf ich damit hinaus will, ist, dass es auch wenn die Aussichten nicht so richtig rosig sind, ja, aber nichtsdestotrotz ist also irgendwie immer noch also die Möglichkeit offen gehalten bleibt, dass es das Widerstand, dass Emanzipationsbewegung sich irgendwann nochmal artikuliert. Und ich meine, die Tatsache, dass ich ihr mir gegenüber sitzt, ist ja, denke ich mal, ein Zeichen durchaus dafür, dass so ganz verdinglicht das Ganze nicht ist. Also dass es da irgendwie, ja, wie Lukács, den ich ja bereits schon mal erwähnt habe, dass es da irgendwie so etwas gibt, wie Lukács das ein bisschen schwülstig nennt, so einen unverdinglichbaren Rest oder so. Ja? Also das ist irgendwie dennoch, trotz aller Verdinglichung, trotz aller Ohnmacht und Kontemplation, dennoch irgendwie so etwas gibt, was irgendwann dann einmal, hoffe ich, aufbegehrt gegen das, was Marx einmal die ganze Scheiße genannt hat. So. Und, vor dem Hintergrund gerade, glaube ich, irgendwie ist eben vielleicht gerade angesichts des Pessimismus der kritischen Theorie, aber dieses Denken eben auch so wichtig, weil es eben vielleicht auch weiß um die Schwierigkeiten, mit der Emanzipationsbewegung tatsächlich konfrontiert ist oder so, weil es eben darum weiß, dass diese Verfasstheit der Menschen vielleicht sie auch eben immer Gefahr läuft, immer sie ins Irrationale abzudrängen. Denn, ich habe es gesagt, es besteht immer die Möglichkeit, dass sich diese Wut, mit der ich Erich Fromm zitiert habe, dass sich diese Wut eben auch in der Form löst, wie wir das eben im Nationalsozialismus gesehen haben. Also dass dann dort auf einmal Verdinglichte sozusagen ihrer Subjektivität beraubt, als Subjekte losgelassen werden oder so. Die Gefahr einer antisemitischen Verhaltensweise sozusagen besteht immer. Und gerade deswegen, glaube ich, auch ist diese Theorie eben so wichtig, weil sie eben um diese Gefahr weiß und da vielleicht, hoffe ich, Einfluss nehmen sollte eben auf kommende Emanzipationsbewegungen oder so, um solche Gefahren eben irgendwie vielleicht im Vorfeld schon begegnen zu können. Ich glaube, da hatte sich noch irgendjemand. Adorno hält sich ja sehr zurück in der Skizzierung einer freien Gesellschaft oder einer freien Gesellschaft. Trotzdem gibt es ja bei ihm den Begriff der Mündigkeit, des mündigen Menschen. Wie sieht denn die Gesellschaft der mündigen Menschen für Adorno oder Horkheim aus? Ja, da weißt du ganz richtig darauf hin, dass es da eigentlich nur ganz wenige Aussagen zu gibt. Und ich glaube, ich würde es mir auch einfach machen an dieser Stelle und sagen, weiß ich nicht. Es gibt eine ganz schöne Passage in der Minima Moralia, Sur l'eau, auf dem Wasser heißt die, wo Adorno vielleicht so eine Idee einer befreiten, mündigen Gesellschaft entwirft, also wo er so ein Bild entwirft, auf dem Wasser liegend, ich kriege es natürlich nicht genau zitiert, aber kann es ungefähr paraphrasieren, so auf dem Wasser liegend an nichts weiter zu denken und vor allen Dingen auch nichts weiter zu tun und einfach nur irgendwie so, sieht so ein bisschen banal an, wie ich das sage, aber es ist natürlich schöner geschrieben, einfach so in die Landschaft zu schauen oder so. Und ich glaube, dass dort drin schon, auch wenn es sehr spärlich ist, auch wenn die Andeutungen nur sehr spärlich sind, dass dort herin schon Andeutungen sind, Hinweise enthalten sind, also wie wir uns irgendwie so eine
Gesellschaft, eine befreite Gesellschaft, qualitativ andere Gesellschaft vorstellen können. Also vor allen Dingen ist sie von diesem Zwang zur Produktivität befreit, so, ja, also und wird sich eben auch nicht mehr aus welcher Angst heraus auch immer irgendwie einem Warentausch unterwerfen oder so. Das, glaube ich, lässt sich daraus schon lesen. Was wollte ich noch sagen? Genau, dass der Aspekt einer Utopie ist natürlich immer mit dem Problem beladen, dass jeder Entwurf einer zukünftigen Gesellschaft immer nur sozusagen der Entwurf aus einer bereits bestehenden Gesellschaft heraus ist und insofern eben auch sehr vieles mit sich herumschleppt, was vielleicht in kommender Gesellschaft gar nicht mehr relevant ist oder so. Also sich vielleicht auch gar nicht so richtig vorstellen kann, was in einer anderen Gesellschaft ist. Also es gibt ja zahlreiche solcher utopischer Entwürfe und wenn man sich die mal anschaut, geraten die tatsächlich schon nicht so richtig gut, wenn da ausgemalt wird, irgendwie wie viele Leute man von welcher